liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner Bücherwoche. Ja, die erste Woche und 2 Tage Urlaub sind sozusagen schon vorbei und die Woche hat ja sonnig begonnen und gestern und heute ist Freitag, es ist eher Herbst. Ich weiß nicht, der Sommer ist irgendwie kein echter Sommer, habe ich das Gefühl. Man hat 3 heiße Tage und dann kommt wieder Regen. Irgendwie kann sich der Sommer noch nicht entscheiden, ob er da bleiben möchte oder nicht. Und übers Wochenende von Freitag bis Sonntag war ich ja auch in Berlin bei lieben Menschen und wir haben ja auch wunderbare Stunden verbracht und ich war ja auch shoppen, habe euch da ja auch einen kleinen Haul hochgeladen, der so leicht eskaliert ist, aber finde ich persönlich nicht weiter schlimm. Und lesetechnisch habe ich 2 Bücher, die ich euch letzte Woche schon vorgestellt habe, beendet. Da möchte ich so mein Endfazit geben. Das ist zum einen das Hörspiel Monster 1983, Geheimnis von Harmony Bay. Die erste Staffel von Eva Leon Menger. Ja, ein Hörspiel, das ich auf der Fahrt nach Berlin so verschlungen habe, dass ich gegen Ende hin sogar noch die Geschwindigkeit hochgestellt habe. Ich dachte, du hast noch eine halbe Stunde Fahrt, du musst es bis zu Ende lesen, hören, wie auch immer. Und es aber dann noch nicht geklappt hat und ich dann auf dem Rückweg die letzte Dreiviertelstunde gehört habe. Dann habe ich ja zusammen mit der lieben Chiara das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Musso, wie auch immer, gelesen. Das haben wir am Donnerstag, gestern auch beendet und ein sehr gutes Buch. Und dann, abschließend ein Buch, wo ich heute dachte, ach, willst du wirklich wissen, wie es endet? Und Endlich Dein von Paige Thune, ihr Sommerroman 2017, auf den ich mich sehr gefreut habe, der mich aber so ein bisschen enttäuscht hat. Zudem gab es ja auch Game of Thrones, die vierte Folge der 7. Staffel. Ich habe Findet Dory mir angeguckt, der auf Sky gerade läuft und ich glaube, das müsste so gewesen sein. Aber ich denke, wir starten erst einfach mal mit dem ersten Buch, was ja ein Hörspiel ist, was ich in der letzten Bücherwoche schon kurz vorgestellt habe. Und zwar Monster 1983. Wir sind hier bei Audible. Das gab es, die erste Staffel gab es zu einem halben Gutscheinpreis, was ich sehr cool fand, weil es sind doch 11 Stunden Hörzeit, was umgerechnet ca. 440 Seiten sind. Man kann sich auch jede Folge irgendwie einzeln kaufen, beziehungsweise gibt es die auch bei Amazon und Lübbe Audio eben als echtes Hörbuch, als CD, wer sowas im Grunde bevorzugt. Und das ist die erste Staffel von insgesamt 3 und die dritte Staffel wird dieses Jahr zu Halloween erscheinen. Und das ist dann auch die finale Staffel. Und wir sind hier in Oregon, in Harmony Bay, im Sommer 1983. Wir können also in Nostalgie schwelgen, beziehungsweise so wirklich schwelgen kann ich da nicht, weil ich bin in dem Jahr erst geboren. Aber man bekommt eben ein 80er-Jahre-Grusel-Horror-Gefühl. Also ein bisschen wie Stranger Things, wie Stephen King, so ein bisschen Halloween, so ein bisschen The Fog, wie die Filme also ein bisschen hießen. So ein bisschen ein Gefühl bekommt man. Wir begleiten Sheriff Cody, er ist der neue Sheriff in Harmony Bay, zusammen mit seinen beiden Kindern Amy und Micah. Die ziehen von Orlando in dieses kleine Städtchen, um sich so ein bisschen von dem Tod der Mutter zu erholen. Sie sind aus Florida und da erleben wir natürlich so ein bisschen den Alltag vom Sheriff, von den beiden Kids und treffen auch auf die Kollegen Taylor und Deputy Landers, die eben den Sheriff sozusagen natürlich unterstützen. Und eines Tages wird ein Auto gefunden in der Küste und der Sheriff wird hier von der Regierung angesprochen. Ist nicht mehr sein Fall und es gehen hier mysteriöse Dinge vor sich. Zudem gibt es einige Todesfälle, die sehr merkwürdig sind und wir versuchen natürlich diese Mordserie mit allerhand drumherum zu lösen und es passieren so einige
krasse Wendungen, die ich so nicht habe kommen sehen. Und den größten Spaß macht tatsächlich das Hörspiel. Es ist eine geile Story, die wirklich unglaublich gut vertont ist. Wir haben unterschiedlichste Synchronstimmen. Und wenn man die Synchronstimmen erkennt, dann hat man direkt den Schauspieler natürlich vor Augen. Also wir haben David Nathan, der hier für mich sehr nach Christian Bale klingt. Wir haben Luise Helm, das ist die Stimme von Scarlett Johansson. Wir haben Udo Schenk, das ist Gary Oldman zum Beispiel, oder auch Ralph Fiennes, je nachdem, ob man Harry Potter guckt oder nicht. Florian Halm, der ist Colin Farrell und auch Jude Law. Till Hagen, der Kevin Spacey spricht. Und hier auch eine Rolle spielt, die irgendwie zu seinem House of Cards sehr gut passt. Und wir haben zum Beispiel Bettina Weiss, die Sandra Bullock spricht. Wir haben auch die Stimme von Severus Snape, also Alan Rickman. Und ja, allerhand, wir hören auch Matt Damon, wir hören DiCaprio so in Nebenstimmen. Das ist total geil. Man hat wirklich das Gefühl, man guckt einen Film mit der Hollywood-Riege schlechthin. Wir haben zum Beispiel auch die Synchronstimme von Buffy, Sarah Michelle Gellar, das ist total grandios, also spricht eine Radiomoderatorin und das ist, man hat einfach das Gefühl, die Schauspieler sind da und es läuft wirklich ein Film ab. Dadurch, dass man natürlich nur Dialoge hat, man hört auch nur Dinge, man hat natürlich jetzt keine Sätze, die irgendwas beschreiben, sondern das muss alles über den Dialog passieren und das ist wirklich grandios. Also es ist mit mein erstes Hörspiel seit der Kindheit, seit der Jugend. Und ich finde es großartig. Ich war total gepackt und total gefesselt und ich konnte wirklich in der letzten Woche, ich habe ganz viel Hörbuch gehört und hatte dann, glaube ich, noch so, ja, grob, ja, ich glaube, ein Drittel übrig und habe dann auf meiner Hinreise nach Berlin erst zwei Leseabschnitte Musso gelesen. Das war mit Chiara so besprochen und habe dann natürlich auch Hörbuch gehört und wirklich so kurz vor Berlin dachte ich, ach, Mensch, das schaffst du gar nicht, hab dann die Geschwindigkeit tatsächlich so auf 1,90-2 hochgedreht. Das ging tatsächlich relativ gut. Ich bin jemand, der so auf 1,45, auf 1,75 in der Regel hört. Das klappt auch mit dem Hörspiel gut. Auch von den Stimmen her, das klappt nicht mit jeder Stimme, aber hier klappt es wirklich gut. Und so 1,90-2, da dachte man dann schon, oh, jetzt muss man sich schon konzentrieren. Aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Und in Berlin angekommen, habe ich mir dann direkt die zweite Staffel geholt, weil ich wusste, ich muss das auf dem Rückweg weiterhören und habe jetzt auch in dieser Woche schon über die Hälfte von der zweiten Staffel gehört. Also es ist eine absolute Empfehlung. Es ist wirklich ein Thriller, der einen packt, mitreißt. Es ist eine geniale Story und es ist ein total gemeiner Cliffhanger am Ende und ich fand ihn aber großartig. Ich finde diese Wendungen darin großartig. Es sind anfangs sehr viele Charaktere. Dadurch, dass die aber alle anders klingen, weil die natürlich alle eine eigene Stimme haben, finde ich, muss man sich gar nicht merken, wer was ist. Man hört es dann einfach. Also es ist einfach anders, als wenn man so das Lied von Eis und Feuer zum Beispiel liest, wo man ja nur mit Namen zugeschüttet wird und gar nicht weiß, oh, wann ist der nochmal wichtig, sondern dadurch, dass man die hört und dann eben auch mal Nebencharaktere mit einer anderen Stimme auftauchen und großartig. Es ist ein geniales Hörspiel, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Es ist ein absolutes Highlight in diesem Monat, wenn nicht gar in diesem Jahr, weil es wirklich auch eine grandiose Story ist und ich freue mich jetzt auf den Rest von der zweiten Staffel, wo ich natürlich dann auch nächste Woche noch ein bisschen mehr berichten werde, weil ich denke mal, ich werde es nächste Woche dann auch zu Ende hören und ich höre es wirklich überall. Ich höre es im Bett, ich höre es, wenn ich einfach auf der Couch sitze, wenn ich draußen im Garten sitze. Ich habe es die Woche auch gehört, wenn ich geputzt habe, man muss ja auch mal im Urlaub seine Wohnung sauber machen, wenn ich Fenster putze. Ich habe es mit dem Fahrradfahren gehört, halt dann nur so ein Stöpsel im Ohr und dann natürlich auch jetzt nicht im größten Verkehr. Na, das muss man dazu sagen, aber so eine lange Landstraßenstrecke sozusagen grandios. Also ich finde das wirklich ist großes Kino und die Stimmen, das ist wirklich total toll zusammengestellt und macht wirklich großen Spaß und kann ich wirklich nur empfehlen. Und auch die zweite Staffel ist bisher Wahnsinn. Ich glaube, ich habe so grob die Hälfte
und ein bisschen mehr. Und ich finde es Hammer. Also es ist, und ich, ja, zum Glück ist dann die dritte Staffel nicht weit, die kommt Ende Oktober. Da müssen wir auf jeden Fall einen Gutschein aufheben und das im Hinterkopf behalten, aber ich freue mich wirklich sehr, sehr darauf. Ja, das nächste Buch, auch ein Buch, was schon in der letzten Woche begonnen war, ist Das Mädchen aus Brooklyn von Guillaume Musso. Das ist am 2. Juni diesen Jahres bei Piper erschienen, kostet broschiert 17 Euro, als E-Book 15 Euro und hat knapp 500 Seiten. Das habe ich zusammen mit der lieben Chiara gelesen vom Kanal Books and Bakery. Guckt einfach mal in die Infobox, da ist natürlich auch ihr Kanal verlinkt. Und wir haben da jetzt, glaube ich, neun Leseabschnitte gehabt, hatten uns wegen Berlin eben auch verständigt, weil ich wusste, dass ich Samstag gar nicht lesen werde, dass wir Freitag 2 Abschnitte lesen. Es hat auch wunderbar geklappt und wir haben uns wunderbar dann auch austauschen können und haben doch sehr viel gleiche Gedanken gehabt. Also nochmal ganz liebe Grüße an dich, Chiara. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, guckt auf jeden Fall mal bei ihrem Kanal vorbei. Ja, ein Musso, ich habe ihn ja vor einem Jahr entdeckt, ich glaube genau vor einem Jahr, mit 24 Stunden und habe seither, glaube ich, noch zwei, drei andere Geschichten von ihm gelesen und das ist eben das aktuelle Buch, auf das ich mich mehr gefreut habe, dass ja wieder was ganz Neues von ihm kommt und ich so mal ganz live bei einem Musso-Neuerscheinen dabei bin. Im November kommt ja schon das nächste Buch von ihm und der Autor hat mich, man müsste direkt mal so einen Musso-Monat machen und einfach mal seine ganzen Bücher lesen, man hätte da auf jeden Fall Spaß dabei. Ja, in Das Mädchen aus Brooklyn geht es um den Schriftsteller Raphael, der mit seinem Sohn Theo in Paris lebt. Die Mutter von Theo hat direkt nach der Geburt beschlossen, sie geht nach Kalifornien zu Google, ist so ein bisschen eine karrieregeile Frau gewesen, die aber dann im Leben von beiden keine große Rolle mehr gespielt hat. Raphael verliebt sich dann in die Ärztin Anna und im Urlaub, er ist so ein bisschen misstrauisch, natürlich hochverliebt, aber irgendwie hat er das Gefühl, dass sie etwas vor ihm verheimlicht und sie zeigt ihm ein Bild und dieses Bild schockiert Raphael unglaublich und er geht. Und denkt aber nach 10, 15 Minuten, ach, was bin ich für ein Idiot, ich müsste mir das erstmal erklären lassen und kehrt zurück. Und Anna ist aber dann leider schon weg und man erfährt dann doch, dass irgendwie mit Anna nicht so richtig was stimmt, dass sie irgendwas in ihrer Vergangenheit erlebt hat, was sich eben auch noch auf die Gegenwart auswirkt. Und ist halt alles so ein bisschen mysteriöser, als Raphael von Anna gedacht hat. Und seine Recherche führt ihn dann nicht nur in Paris umher, sondern auch im Grunde in die USA. Und wir haben dann eben auch mal so ein bisschen mehrere Fälle in einem, die irgendwie verwoben miteinander sind. Ich möchte ja niemanden spoilern. Eine Geschichte, die jetzt vielleicht nicht sehr spektakulär klingt, aber Musso schafft es ja immer, fand ich bisher, einen zu packen, einen mitzureißen, Fragen aufzuwerfen, die dann zwar beantwortet werden, aber sich durch die Antwort wieder neue Fragen auftun. Und das, finde ich, macht Musso wirklich unglaublich gut. Und diese Geschichte, das gleich direkt sozusagen jetzt, war Hammer. Es ist echt ein Highlight, es ist ein unglaublich tolles Buch. Es ist sprachlich unglaublich schnell. Es ist dennoch an den richtigen Stellen mit Details versehen, dass man sich die Welt vorstellen kann, dass man sich die Charaktere vorstellen kann, dass man mit ihnen mitfühlen kann, dass man Emotionen aufbaut, Nähe aufbaut und diesen Charakteren auch folgen kann. Das war wirklich ganz, ganz toll. Der Einstieg war Hammer. Es gab keinerlei Längen. Ich glaube, das haben Chiara und ich auch gemeinsam gesagt. Hätten wir es nicht miteinander gelesen, wäre es auch ein Buch gewesen, was man wahrscheinlich so in 2 Tagen weggesuchtet hätte, weil man unbedingt immer weiterlesen wollte. Und es war auch wirklich schwierig, sich an die Leseabschnitte zu halten, weil man immer dachte, ach, Mensch, gerade jetzt. Aber wir haben uns an die Abschnitte gehalten und haben uns wirklich auch intensiv ausgetauscht. Und so erlebt man natürlich das Gelesene nochmal stärker und anders. Und man hat natürlich auch andere Eindrücke. Jeder achtet ja ein bisschen auf etwas anderes. Und es war wirklich hier eine unglaubliche Story. Es ist ja so eine Mischung. Man denkt ja immer bei den Covern, es ist irgendwie eine Liebesgeschichte. Das ist es ja wirklich nur am Rande. Man hat hier so eine Schnitzeljagd, einen Krimi, man hat einen Hauch Thriller, man hat eben auch so die ein oder andere Lebensgeschichte. Und das ist so eine Mischung an Genres, die ich großartig finde und die man wirklich bei Musso per excellence
findet und die wirklich großartig ist und wirklich ganz viel Spaß gemacht hat. Und eben auch sprachlich steckt da so viel drin. Man hat ein Tempo, man hat aber an den richtigen Stellen auch einfach so diesen Moment zum Luft holen. Und es geht immer rasant weiter. Also es gibt nichts, was langweilig ist oder wo man denkt, naja, das hätte man jetzt nicht wissen müssen. Es hat alles am Ende Sinn. Und dann passieren eben auch Wendungen, die man überhaupt nicht kommen sieht und man sich so denkt, oh mein Gott. Und dann hat man Vermutungen und wir haben die ja auch ausgetauscht und dann kommt es aber ganz anders und man denkt sich, das ist schon gemein, auf was für eine falsche Fährte ein Musso gelenkt hat, aber großartig. Es ist ein Hammerbuch, es ist ein ganz, ganz tolles Buch, das mir wirklich unglaublich gut gefallen hat, das mir viel Lesespaß gebracht hat und das ich wirklich sehr, sehr genossen habe und auch eben das gemeinsame Lesen mit Chiara wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin einfach von Musso mal wieder begeistert und ich hätte direkt Lust gehabt, den nächsten Musso dran zu hängen. Ich habe hier ja irgendwo, wo stehen sie? Ich glaube hinter mir, oder? Und dann hier drüben stehen sie ja. Ich hätte direkt Lust gehabt, da zu einem zu greifen, aber ja, ich musste dann erstmal den einen verdauen. Das Ende war wirklich, dass man sagt, da muss man erstmal durchatmen. Also, großes Bücherkino, hat mir wirklich unglaublich gut gefallen und hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht. Dann habe ich schon parallel dazu, ich glaube am Montag habe ich Endlich Dein begonnen von Paige Thun. Das Buch ist am 22. Juni diesen Jahres im Fischer Krüger Verlag erschienen, kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 13 Euro, hat circa 430 Seiten und sieht optisch halt wirklich wieder wunderschön aus. Also ich finde die Paige Thun Bücher, sie sehen ein bisschen kitschig aus, aber ich finde das wirklich schön gemacht und in der Broschüre sieht man dann, ja, ein paar andere Bücher von Paige Thun. Und ich habe ja, ich weiß gar nicht, hier auch, hier kommen dann die, wo dann das Cover sozusagen gewechselt ist. Ich habe ja alle Paige Thun Bücher bisher gelesen und war ja wirklich auch von den ersten Büchern unglaublich angetan. Sie waren immer frech und witzig und humorvoll und man hatte tolle Protagonistinnen. Und im letzten Jahr war es, Sommer für immer war es im letzten Jahr und das hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Das war ja wirklich ein Buch, über das habe ich zusammen mit Miriam gelesen, das mich ja echt aufgeregt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ja, dieses Buch ist auch nicht so der Brüller. Wir haben hier Bronte, die lernen wir zu Beginn kennen. Die ist in Australien, ist gerade zur Hochzeit eingeladen von ihrer besten Freundin aus der Australienzeit in London. Und sie trifft beim Junggesellinnenabschied auf Alex, der auch gerade bei einem Junggesellinnenabend ist. Und beide sind mehr oder weniger irgendwie Single. Also von Bronte wissen wir es. Von Alex heißt es, er ist irgendwie in einer Pause zu seiner Beziehung. Ja, und beide haben aber irgendwie Bock aufeinander und haben dann eine wunderbare Nacht, die sie auch viel später noch nicht loslässt. Alex bekommt aber genau an dem Morgen danach sozusagen den Anruf von seiner pausierten Freundin, dass sie jetzt unbedingt mal reden müssen und so verschwindet er und verschwindet auch aus dem Leben von Bronte. Die 1,5 Jahre später die Möglichkeit hat, in London zu arbeiten und diese dann eben auch ergreift. Also sie ist irgendwas mit Journalistik und sie ist da in der Redaktion und trifft dann aber natürlich auf Alex, der auch irgendwas in dieser Redaktion zu arbeiten begonnen hat. Und da treffen sie sich wieder und merken halt irgendwie, da geht vielleicht was oder das war halt irgendwie vielleicht doch ein ernsteres Gefühl als nur so eine lose Nacht. Und es passieren so allerlei Dinge in dieser Geschichte, die mich nur zum Kopfschütteln gebracht haben, die mich nur genervt haben. Es geht schon los, dass wir gefühlt 10 Hochzeiten erleben, bei denen Bronte fotografiert. Und ich fand den Gedanken, wie diese Fotos gemacht werden, wirklich super, super schön. Und ich fand es auch bei der ersten Hochzeit noch sehr schön, dass wir so detailreich dabei waren. Ich hätte das bei der zweiten Hochzeit, die anders verlief, auch nochmal schön gefunden. Aber gefühlt bei allen 10 Hochzeiten fand ich es dann irgendwann auch mal langweilig. Da hat man gedacht, ja, ich habe verstanden, dass du diese Blumen fotografierst. Und ja, du fotografierst den Pfarrer auch nicht mit Blitz. Und ja, du... Oh, ja, irgendwann hat es einfach gereicht. Und so war es eigentlich in dem ganzen Buch. Zum einen sind die Charaktere irgendwie sehr merkwürdig. Gerade das Frauenbild hier drin. Und ich bin ja jetzt niemand, die das irgendwie verfechtet oder so. Aber so eine Protagonistin in dem Alter finde ich einfach unmöglich. Und wir sind hier nicht bei New Adult. Aber die war dumm, sie war mürrisch, sie war irgendwie merkwürdig, sie war naiv. Und ich weiß nicht, was
da im Page Toon gefahren ist, dass wir jetzt schon wieder so ein Frauenbild präsentiert bekommen, wo ich denke, was will ich denn mit der? Also die ist nicht humorvoll, die ist nicht witzig, die ist nicht so wie Freundinnen um einen herum sind, sondern die ist irgendwie merkwürdig. Und ich kenne keine Frau, die so ist. Und schon gar nicht in dem Alter. So ist man vielleicht mit 12, wenn man gerade in der Pubertät ist und nicht weiß, was man will. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Vielleicht stört das auch nur mich. Mich hat es schon beim letzten Buch sehr gestört, wie auch die Menschen drumherum dargestellt wurden, die sich total merkwürdig verhalten haben. Und so hat man das auch hier. Das ist so, ich weiß auch nicht, ich mochte auch diesen ganzen Stil der Geschichte nicht und wie die Handlungen aufeinander passieren. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Und dann gibt es eine Wendung im letzten Drittel und dann dachte ich mir, oh nee, jetzt fahren wir hier so total eine merkwürdige Schiene und ich weiß auch nicht, das braucht es einfach nicht. Das ist für mich persönlich over the top. Ich finde, die Geschichte könnte auch allein leben, ohne dass etwas Hochtheatralisches geschieht. Das war auch im letzten Buch schon so und es hat mir im letzten schon nicht gefallen. Und es erinnert mich einfach unglaublich an Sommer für immer und ich verstehe nicht, warum sie von ihren Erzählungen in so ein Muster verfällt. Und mir fehlt einfach der Witz, mir fehlt der Charme, mir fehlt, ja, sonst halt auch das Australische, was man ja sehr oft bei Page Toon hat oder eben auch, wenn man in die USA geht oder ne, am ländlichen England ist. Und das fehlt mir so, dass da so ein bisschen Sonnenschein durchkommt und man so ein Sommerbuch hat, was man am Strand lesen könnte und nein, also mir hat es wirklich nicht gefallen. Ich habe immer gedacht, bei Page Toon, das liest du zu Ende. Es hat sich aber nicht gelohnt, überhaupt nicht. Also man hätte da auch einfach nach 150 Seiten sagen können, ach, ich lasse es jetzt liegen. Da war so der erste Moment, wo ich dachte, was liest du hier überhaupt? Und es wurde nach hinten hin auch nicht besser. Es finde ich unglaublich schade und ich glaube, es ist auch vorläufig mein letzter Page Toon. Es ist jetzt schon das zweite Buch und wenn man die Jessie Jefferson-Reihe nimmt, das ja in den Jugendbuchreihe ist, da hat mir der letzte Teil auch nicht gefallen, dann ist das halt jetzt schon ein bisschen viel. Und wenn das jetzt ihre Masche ist, die Geschichten so aufzubauen, wie sie es bei den letzten beiden gemacht hat, dann bin ich einfach raus. Dann ist das einfach nichts für mich. Dann mag ich das nicht mehr und da muss man eben auch einfach einen Schlussstrich darunter ziehen und ja, war dann vielleicht einfach der letzte Page-Toon, ja. Ja, lesetechnisch also sehr gemischt. Aktuell stecke ich eben noch in der zweiten Staffel von Monster 1983. Hab ja auch ein paar Neuzugänge diese Woche begrüßen dürfen, die ich euch ja auch auf Instagram gepostet habe. Das findet ihr unten in der Infobox oder auch auf Facebook. Und was gab es noch so ein bisschen diese Woche? Also ich war in Berlin. Den Haul dazu habe ich euch ja am Dienstag hochgeladen. Es war wirklich ein wunderbares Wochenende mit sehr viel Verspätung. Ich habe zurzeit irgendwie kein Glück, wenn ich da irgendwie unterwegs bin, egal ob mit Bahn oder Bus. Jetzt bin ich ja schon auf dem Bus ausgewichen. Ich hatte hinwärts schon eine Stunde Verspätung, was die Abfahrt betraf und habe dann zwischendrin auch nochmal eine Stunde verloren. War dann nicht um 16 Uhr in Berlin, sondern erst um 18 Uhr. Zum Glück haben wir das Abendessen erst auf 19 Uhr getaktet, so war das alles ja absolut okay. Und Sonntag war dann ebenfalls unterwegs sehr viel Stau, sodass ich auch eine Stunde oder eine Viertelstunde später zu Hause angekommen bin. Ja, man sitzt halt im Bus. Es ist halt angenehmer, als irgendwo im Zug zu sitzen oder am Ende auf irgendeinem Bahnhof wie letztes Jahr in Frankfurt, wo ich ja mitten in der Pampa stand und dachte, wie kommt man jetzt noch nach Hause? Das ist halt im Bus schon irgendwo angenehmer. Ja, man muss sich da halt keine Gedanken machen, nicht um sein Gepäck, man muss nicht umsteigen, man bleibt einfach sitzen, es ist gut. Und den Stau hätte man ja mit dem Auto auch. Von daher, ja, hoffen wir einfach mal, dass unsere Anreise dann zum Flughafen ein bisschen stressfreier vonstatten geht. Ich glaube, da fahren wir dann einfach einen Zug früher. Ja, ja. Ansonsten war diese Woche noch, ja, wir hatten eine partizielle Mondfinsternis. Das fand ich wirklich super, super schön. Das habe ich hier auch einfangen können. Ich habe jetzt nicht die hochwertigste Kamera, aber ich fand, ich habe das Bild dann auch auf Instagram gepostet. Es hat mir unglaublich gut gefallen und wir hatten diese Woche eben auch ja mal so einen Freundetag abends. Und da haben wir dann auch einen wunderschönen Sonnenuntergang, ja, sozusagen genießen können, feuerrot und wirklich ganz, ganz toll. Und das sind wirklich so Abende, wo man eigentlich gar nicht aufstehen möchte. Das war, glaube ich, Mittwochabend. Ja, richtig.
Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und ja, gestern Donnerstag und heute sieht es dann eher herbstlich draußen aus. Aber es soll ja wieder schöner werden und ich hoffe, dass meine nächste Woche und die halbe danach dann auch noch schön und sonnig sein wird. Und man einfach so wieder ein bisschen raus kann. Aber so gestern und heute waren nicht schlecht, dann macht man auch einfach mal gerne was drin. Und bei mir steht ja auch noch der Küchenumbau. Die neue Küche steht ja, die alte Küche haben wir jetzt komplett abgebaut diese Woche, haben die Kacheln runtergemacht, haben es verputzt. Jetzt muss der Putz trocknen, dann wird es tapeziert. Und dann nimmt dann auch mein Büro so langsam ein paar Formen an. Dann müssen wir nur noch bei meinen Eltern unten weitermachen und ja, dann sind wir umgezogen sozusagen innerhalb der Wohnung. Ja, es gab diese Woche auch mal einen Film, den ich angeguckt habe, nämlich Findet Dory. Den habe ich damals irgendwie im Kino mal wieder verpasst, was mir ja öfter passiert. Dadurch, dass sie bei uns dann ja auch nicht sehr lange laufen. Und der lief auf Sky und es war nicht das schönste Wetter, glaube ich, gestern. Und da dachte ich, ach, den kann man sich einfach mal angucken. Und ich muss sagen, er kommt für mich nicht an Findet Nemo ran. Ich finde die Story um Dory schon ganz niedlich gemacht. Aber so wirklich begeistert hat es mich nicht. Es war irgendwie okay. Ich meine, Findet Nemo, glaube die Geschichte kennt jeder und Dory erinnert sich ja jetzt irgendwie an ihre Eltern und will die wiederfinden und ha, es war schon ein bisschen zu viel des Guten. Also da, ja, aber es war okay, ich habe ihn gesehen, ich muss ihn jetzt kein zweites Mal angucken, während ich ja Findet Nemo wirklich, glaube ich, auch schon 7, 8 Mal angeguckt habe. Das braucht man hier tatsächlich nicht so, aber es war ja wirklich ein Film, der mal okay war, so an einem Regentag. Ja, dann war ja auch die vierte Folge der 7. Staffel Game of Thrones dran, diesmal montags ein bisschen später, aber auch direkt ziemlich nach dem Aufstehen. Und ja, ich habe das wieder sehr, sehr genossen, habe es dann abends auch nochmal mir angesehen, zeitgleich mit einer guten Freundin, die aufgeholt hat, die sich so letztes Jahr von mir hat voll schwärmen lassen, dass sie gesagt hat, sie muss das jetzt aufholen und ich glaube, jetzt dann auch seit Anfang des Jahres alle 6 Staffeln gesuchtet hat und glaube ich nur, wie die 7. begann, so am Ende der 6. war. Und ja, sie jetzt sich auch das Sky-Ticket geholt hat und gesagt, jetzt muss ich die 7. auch weiter gucken. Und das war ganz schön, so konnten wir Montagabend auch so ein bisschen gemeinsam gucken. Ja, und haben dann danach auch erstmal telefoniert und uns da wunderbar ausgetauscht. Und das ist ja sowieso das Schönste, wenn man durch Foren geht oder ja auch auf YouTube die verschiedensten Besprechungen sieht und dann einfach sich so die Gedanken der anderen anguckt und seine eigenen und man am Ende so wirre ist, dass man denkt, naja, am Ende kommt sowieso ganz anders. Und ja, es sind ein paar wirklich tolle Dinge in der 4. Folge passiert. Es ist wirklich eine sehr starke Folge gewesen, die auch einfach ja, von Dialogen lebt, von Dingen, die passiert sind und die ich wirklich großartig fand. Also eine sehr gelungene Folge, die mir wirklich Spaß gebracht hat. Und jetzt haben wir ja die Hälfte der 7. Staffel auch schon wieder rum. Wahnsinn, wie da wirklich so die Zeit vergeht. Und ja, aber sonst serientechnisch ist aktuell nicht sehr viel. Also ich bin auch, wie gesagt, lieber einfach draußen als Serien mir irgendwas anzugucken. Aber ja, man könnte da natürlich Sky Ticket noch für viel mehr nutzen. Ich habe jetzt schon gesehen, dass da Versailles läuft. Das ist ja auch eine Serie, die ich sehr interessant finde. Mal gucken, ob ich Sky Ticket behalte über Game of Thrones hinaus. Mal gucken, ob ich da mal noch einen Monat dranhänge. Das, ja, da bin ich gerade noch so ein bisschen unschlüssig. Und ja, ansonsten glaube ich, gab es in der Woche nicht allzu viel Erzählenswertes. Es ist halt einfach Urlaub. Ich bin da sehr entspannt. Bin auch sehr gammelig und also in Form von, ich sitze auch einfach gern mal rum und lese oder höre oder schaue auch einfach mal in die Gegend. Katzen müssen sich tatsächlich daran gewöhnen, dass man unter Tage da ist. Die haben natürlich so ihren eigenen Rhythmus. War Anfang der Woche sehr schön zu beobachten, dass die halt den halben Vormittag und den halben frühen Nachmittag schlafen und dann halt eigentlich damit rechnen, dass Frauchen irgendwie um 4 heimkommt und dann wird Power on. Das merkt man halt. So also Montag, Dienstag waren die auch noch so in diesem Rhythmus. Und waren dann verwundert, so, was will die Alte eigentlich hier, ne? Und ja, da guckst du mich an, ne? Und ja, aber das, ja, so mittlerweile sind wir so in unserem Rhythmus wieder angekommen. Und ja, es ist schon schön. Man kann halt so aufstehen, mehr oder weniger, wann man will. Klar hat man was zu tun, man schläft dann, also ich bin sowieso keiner, der bis mittags schläft. Also, wenn ich nicht gerade Party mache bis 5 Uhr nachts, und selbst da stehe ich dann um 10 spätestens auf. Also bin ich überhaupt nicht der Typ für, ich sag mal so, spätestens um 8:30 ist die Nacht rum. Dementsprechend gehe ich ja ein bisschen später ins Bett. Aber ja, dann steht man halt auf, wacht gemütlich auf. Man hat halt so seinen Rhythmus. Man kann halt machen, wann, wie, wo man möchte. Man isst, wann man will. Man geht wieder ins Bett, wenn man müde ist. Man,
ja, das ist halt schon, ist schon irgendwie schön, ne? Also das gehört auch so zum Urlaub dazu und ja, wir hatten ein bisschen was zu tun. Ich meine, ne, der Umbau macht sich ja nicht von allein, aber ja, das kann man halt auch so entspannt machen. Und dann macht man halt um 12 mal ein Päuschen, isst irgendwas, setzt sich eine halbe Stunde in die Sonne und dann geht es wieder 2 Stunden weiter und na, da steht ja keiner hinter einem und ja, sehr, sehr entspannt. Ja, ja, lesetechnisch mal gucken, was neben Monster 1983 so als nächstes gelesen wird. Ich bin da tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Mal gucken. Ich habe so 2 Bücher, die mich ganz heiß interessieren. Aber ich, ja, mal gucken, ja, was da so als nächstes kommt und was so in der nächsten Woche noch ein bisschen ansteht im Urlaub. Ja, das war's soweit auch erstmal von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Bücherwoche. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon oder vielleicht auch noch eine Hörspielempfehlung. Wenn ihr vielleicht sagt, hey, du mochtest Monster 1983, dann guckt ihr mal das und das an. Immer gerne her damit. Da wäre ich wirklich sehr gespannt drauf. Und ja, wünsche euch nun ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.